Das Einrichten Ihrer Ring-Videotürklingel ist ein einfacher Prozess, der nur wenige Minuten dauert. Zuerst laden Sie die Ring-Applikation herunter aus dem App Store oder Google Play Store. Suchen Sie nach Ring und wählen dann das blaue Symbol mit der Glocke aus, um es herunterzuladen. Wenn Sie die Ring-App das erste Mal öffnen, wählen Sie Create Account und folgen den Anweisungen, um ein Konto zu erstellen. Wenn Sie schon ein Konto bei Ring haben, wählen Sie Login, um zu starten. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie hinzufügen möchten. In diesem Fall Videotürklingel. Als nächstes benennen Sie Ihre Ring-Türklingel. Das ist hilfreich, wenn Sie mehrere Ring-Geräte haben, damit Sie genau wissen, woher eine Warnung kommt. Auf dem nächsten Bildschirm bestätigen Sie Ihre Adresse. Drücken Sie einmal auf den orangenen Knopf auf der Rückseite Ihrer Ring-Videotürklingel und lassen Sie sie wieder los. Das Licht auf der Vorderseite Ihrer Ring-Videotürklingel sollte sich weiß drehen. Das heißt, das Gerät befindet sich im Setup-Modus. Falls sich das Licht nicht dreht, muss die Batterie in Ihrer Ring aufgeladen werden. Benutzen Sie das beigefügte orangene Kabel oder ein anderes Micro-USB-Kabel, um die Ring-Videotürklingel aufzuladen. Laden Sie das Gerät durch Einstecken in einen USB-Stecker. Eine Steckdose wird Sie schneller aufladen als ein USB-Port an einem Computer, aber beides ist möglich. Laden Sie das Gerät so lange, bis das Licht auf der Vorderseite einen kompletten blauen Kreis ergibt. Dies bedeutet, dass es vollständig geladen ist. Tippen Sie in der Applikation auf Weiter, um mit der Einstellung fortzufahren. Wenn Sie ein Android-Gerät benutzen, wird es sich automatisch mit einem WLAN-Signal verbinden, das von Ihrer Ring-Türklingel versendet wird. In diesem Fall überspringen Sie den nächsten Schritt. An manchen Android-Geräten müssen Sie jedoch die Ring-Applikation verlassen und sich manuell über Ihre Handy- oder Tablet-Einstellungen mit Ihrer Ring-Türklingel verbinden. Falls Sie ein Android-Gerät benutzen und Probleme mit diesem Schritt haben, schauen Sie sich unser Video Fehlerbehebung Ring Setup für Android-Geräte an. Wenn Sie ein iPhone oder iPad benutzen, müssen Sie die Applikation verlassen, um auf WLAN-Einstellungen Zugriff zu erhalten. Der einfachste Weg, dies zu tun, ist, indem Sie die Home-Taste gedrückt halten und Siri nach Wi-Fi-Einstellungen fragen. Wenn Sie Siri nicht aktiviert haben, drücken Sie die Home-Taste, um die Ring-Applikation zu beenden und öffnen Sie die Einstellungen Ihres iPhones oder iPads. Sobald Sie in den Einstellungen sind, wählen Sie WLAN und suchen das Netzwerk, das mit Ring und einem Bindestrich beginnt. Wählen Sie es und warten Sie, bis es an der oberen Seite des Bildschirms mit einem Häkchen erscheint. Kehren Sie zurück zur Ring-Applikation. Die Applikation wird jetzt den Scan-Vorgang für Ihr WLAN-Netzwerk starten. Wählen Sie das Netzwerk, an das Sie die Ring-Türklingel verbinden möchten. Wenn Sie mehr als eines haben, wählen Sie das Netzwerk, das am nähesten zu der Ring sein wird, sobald diese installiert ist. Im nächsten Fenster geben Sie Ihr Passwort ein. Ein falsches Eingeben des Passwortes wird eine Fehlermeldung in den Einstellungen verursachen. Vergewissern Sie sich daher, dass es korrekt ist und wählen dann Weiter. Als nächstes sehen Sie, dass das Licht an der Ring-Türklingel und auch in der Applikation blau aufleuchtet. Das bedeutet, dass Ring versucht, sich mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden. Wenn das Licht an Ihrer Ring-Videotürklingel viermal blau blinkt, wurde Ihre Ring-Türklingel erfolgreich eingerichtet. Herzlichen Glückwunsch! Wenn Sie weitere Schwierigkeiten haben, schauen Sie sich unser Video mit dem Namen Problembehandlung bei der Installation an. Wenn Sie bereit sind, Ring zu installieren, schauen Sie sich unser Video über Installation der Ring-Videotürklingel an. Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, unser Support-Team zu kontaktieren oder besuchen Sie ring.com/help. Mit Ring sind Sie immer zu Hause.